Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wir alle kennen das klassische Weihnachtslied, oder? On the 12th day of Christmas. In dem Fall können wir das gerne umwandeln zu In the 12th movie of Halloween. Yeah, Michael Myers kills some people. Was für eine absolute Überraschung, dass Michael Myers in auch diesem Halloween-Film wieder killend unterwegs ist. Gut, die Tatsache, dass er das tut, musste man womöglich nach dem von der FSK ab 16 freigegebenen direkten Vorgänger aus dem Jahr 2018 womöglich sogar direkt im Titel festmachen, dass Michael Myers diesmal wieder das vielleicht etwas mehr tut, wofür er bekannt ist und vor allem bei der MPAA gefürchtet. So wurde auch bei dem Film für die Kinofassung womöglich das ein oder andere Gore-Detail rausgeschnitten, obwohl der Regisseur gesagt hat, dass die damalige Kinofassung eigentlich eh schon seine Wunschfassung war, aber er wollte es sich trotzdem nicht nehmen lassen, ein erweitertes Ende und den ein oder anderen Gore-Moment hinzuzufügen, um den Film dann aber vor allem mit dem dritten Teil dieser neuen Halloween-Trilogie namens Halloween Ends ein bisschen besser zu verknüpfen. Wer das jetzt schon interessant fand, dem sei an dieser Stelle mein Quickie-Review zu Halloween Kills empfohlen, das mit seinen 30 Minuten Laufzeit den Begriff Quickie-Review vielleicht mal wieder ein bisschen ad absurdum führt, aber der Film war es definitiv wert, hier ein bisschen in die Produktionsgeschichte einzugehen und vor allem seine eklatanten Plotholes und Dämlichkeiten auf Seiten der Charaktere näher auszuführen. Ja, Halloween Kills ist kein guter Film. Halloween Kills ist ein unglaublich dummer Film. Aber Halloween Kills war ein unglaublich dummer Film, der mir trotzdem durchaus Spaß gemacht hat, nämlich sogar mehr als sein Vorgänger aus dem Jahr 2018 beziehungsweise der ziemlich zeitnah veröffentlichte neue Texas Chainsaw Massacre. Universal hat von diesem Film hierzulande auch sogar zwei Steelbook-Versionen veröffentlicht, einerseits eine Standard-Blu-Ray-Version und andererseits ein 4K-Steelbook, das aber, Achtung, Achtung, in diesem Fall ausschließlich mit der 4K-Disc ausgestattet ist und keine alternative Blu-Ray-Version bietet, sodass diejenigen, die erst später auf das 4K-System umsteigen wollen, in dem Fall leider trotzdem immer noch die Standard-Version kaufen müssen. Außerdem ist der Umleger hier teilweise ein bisschen zu groß geraten. Wir können dann einmal auf das Backcover schauen. Da gibt es ein paar Informationen rund um den Film, wie die Inhaltsangabe, die Bedienungsanleitung für eine 4K-Disc, die Inhaltsangabe und dann die ganzen technischen Details hier relativ, ja, standardmäßig untergebracht, könnte man sagen. Und wenn wir dann diesen Zettel entfernen, was in diesem Fall hoffentlich bei mir mit weniger Kollateralschäden verbunden ist, als es das vor kurzem bei dem Steelbook von Ghostbusters Legacy war. Deswegen nehme ich mir hier einen Zettel lieber als Hilfe, als Unterstützung zur Hilfe, damit ich das hier ein bisschen besser weghebeln kann und wir dann endlich Zugang bekommen zum kompletten Motiv, das, und ich weiß nicht, ob es mir gelingt, zu beschreiben, ohne das Wort Kacke zu verwenden. Wobei ich tatsächlich einige Sachen an diesem Motiv auch durchaus cool finde. So nämlich zum Beispiel, dass einerseits dieses Motiv ziemlich direkt entnommen ist aus der Endsequenz des Films und andererseits irgendwie auch ein bisschen was Comichaftes, vor allem eben was Manga-mäßiges mit sich bringt, was jetzt natürlich, sagen wir mal, gemäßigt ins Halloween-Franchise passt. Aber unterm Strich haben wir hier ein quasi zweifarbiges Covermotiv, das absolut Hochglanz ist, was ich persönlich jetzt nicht wahnsinnig mag, weil mit seinem schwarzen Hintergrund ist dieses Steelbook ein Garant dafür, relativ bald mit Fingerabdrücken übersät zu sein. Es gibt keine Prägung oder kein sonst was dafür, aber zumindest auf jeden Fall einen angenehm scharfen Druck. Und ja, motivtechnisch ist das Ganze natürlich absolute Geschmackssache. Meins ist es nicht. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich noch, glaube ich, von niemandem gehört habe, boah, das Steelbook schaut urgeil aus. Es ist halt irgendwie zweckmäßig und es ist halt trotzdem irgendwie schön, wenn man von dem Film jetzt nicht einfach nur eine Standard-Plastikhülle hat. Aber auf dem Backcover geht dann einerseits dieser Blutspritzer-Look, der das Ganze eben ein bisschen Manga-mäßig wirken lässt, weiter und gipfelt dann hier in der Eröffnungsszene der klassischen Mr. Bean-Reihe, wobei
Rowan Atkinson hier schon aufgestanden ist und außerdem offensichtlich ein bisschen grantig ist. Immerhin hat er sich eine Maske aufgesetzt und ein Messer in der Hand. Wir haben auch hier natürlich das Ganze komplett full gloss gemacht in, wie gesagt, einem Steelbook, das ich außen einfach rein durchschnittlich finde. Im Inneren ist es ebenfalls rein durchschnittlich. Da wird dann allerdings eben dieser rote Teil vom äußeren Cover durch einfaches Schwarz-Weiß ersetzt. Zumindest allerdings nicht dieses ganz einfache Schwarz-Weiße, das wir bei billigen Steelbooks und leider auch bei den sonst wunderschön gezeichneten Steelbooks von Koch immer wieder haben, weil das Bild ist in diesem Fall zumindest grundiert, weswegen es zwar an keiner Stelle, nicht einmal bei dem Messer, da hätte es gut gepasst natürlich, den metallischen Schimmer durchscheinen sehen, sondern aber dafür ein zumindest erkennbares Schwarz-Weiß-Motiv haben. Hier ein durchgehendes Bild eben von Jamie Lee Curtis im Inneren auf der Disc, die zum Innenleben des Steelbooks passend, trotz ebenfalls in Schwarz-Weiß gehalten ist, uns Michael Myers zeigt, aber leider diesen Platz hier nicht genützt hat für zum Beispiel einen Filmtitel. Das finde ich relativ schade. Noch einmal, es ist ein Single-Disc-Steelbook mit ausschließlich der Triple-Layer 4K-Disc, die aber sogar über einen nativen 4K-Transfer ohne Upscale verfügt und meiner Meinung nach sehr, sehr gute Bildqualität. Ja, dieses Steelbook ist definitiv keines, bei dem sich Universal unnötig bemüht bzw. mit Ruhm bekleckert hat. Das ist einfach absoluter Durchschnitt mit ein bisschen einem zweifelhaften Motiv, aber wie schon erwähnt, für mich trotzdem etwas, das ein bisschen mehr Spaß macht als eine reine Plastikhülle in der Sammlung, wobei ich trotzdem noch einmal sagen muss, es wäre sicherlich wesentlich schöner und wesentlich besser gegangen.